Hallo, herzlich willkommen zurück bei den Weißhaupts. Es ist jetzt Samstagmorgen. Die Nacht war etwas turbulent, weil Chief uns geweckt hat. Also den Sören. Sören war da nochmal wach und musste dann nochmal sich um die Hunde kümmern und was essen und so weiter. Aber jetzt geht's ihm gut. Er kann ausschlafen. Er hat heute auf jeden Fall frei. Die sind alle etwas verängstigt wegen dem Gewitter. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht die Familie heute am Samstagmorgen gemeinsam in einem Restaurant frühstücken. Wie wär's? Das wollte ich nämlich lange schon mal machen. Und ja, ich würde sagen, wenn die dann alle hier ausgeschlafen sind und ich hoffe, die nehmen sich nicht vorher was zu essen, dann würde ich die dann mal losschicken, dass die gemeinsam frühstücken gehen. Sie möchte gerne zeichnen. Ja, bei dem Gewitter solltest du nämlich auch nicht rausgehen aufs Klettergerüst. Das wäre nicht so gut. Dann malt sie jetzt ein bisschen was. Wie geht's unserem Rambo? Der ist total zufrieden. Sie ist ja bei den Pfadfindern. Der würde mich gleich mal interessieren, was sie dafür noch alles machen muss. Ich glaube, noch sehr viel. Wir haben ja noch nicht lange darin gespielt in dieser Karriere. Nein, nichts zu essen nehmen. Halt. Ah. Schade. Jetzt hat sich doch was genommen. Na gut. Wahrscheinlich, bis wir endlich alle losgegangen sind, dauert es wahrscheinlich noch. Dann schicke ich sie einfach mal ein bisschen Klavier spielen. Sie hat auch abends noch gespielt und hat Level 2 der Klavierfähigkeit erreicht. Und das hat sie auch hier im Bestreben drin, dass sie Level 4 erreichen soll und sie muss halt irgendwann mal inspiriert sein und spielen. So, er hat schon schön Hunger. Sie eigentlich könnten wir dann los. Cleo, uiuiui. Cleo hat auch Hunger. Wobei ich glaube, ich für Cleo mal lieber was einstecke. Cleo isst das mal. Cleo, kannst du das bitte essen? Warum kann sie das nicht essen? Ist das leer? Nee. Ach so, weil sie muss sich da extra ein Gericht nehmen. Was ist mit dir? Du guckst nach Cleo. Der Wickerl ruft an und möchte uns ein Jobangebot machen. Das interessiert mich leider nicht. Weißt du was? Solange du nichts zu tun hast, geh doch einfach mal stricken. Es muss sich im Inventar befinden. Geh doch einfach mal eine Mütze stricken. In Blau. Sie hat, glaube ich, noch gar nicht gestrickt. Also da wäre das das erste Mal. Wow, sie erreicht ja aber schnell Fähigkeitspunkte. Das ist ja Wahnsinn. Er guckt nach Cleo. Er setzt sie ab. Ach Mensch, die Sims haben wieder ihren eigenen Kopf. Ich lasse sie einfach machen. Halt. Nein, nein, du isst nichts. Kümmere dich mal ganz kurz um die Penny zum Beispiel. Wo sind die anderen Hunde? Dori schläft. Und die haben natürlich ja auch etwas Angst, die Kleinen. Und dann können wir eigentlich gleich losgehen. Eigentlich sind jetzt dann alle fertig, außer sie, die Hunger hat. Ich kann mir Emilia schon richtig gut als Seniorin vorstellen, wie sie hier so im Schaukelstuhl dann sitzt und strickt, wie sie es jetzt schon tut. Das sieht süß aus. Ach, Emilia, du. Ja, macht ihr scheinbar auch Spaß. Sie hat noch etwas Schwierigkeiten, aber es macht ihr Spaß. Ja, das Gewitter hat, glaube ich, nachgelassen. Oh, süß. Eigentlich wurde mir gesagt, dass Chief jetzt alleine auf Toilette gehen kann. So. Du hast noch sehr großen Hunger. Kannst du das mal aufräumen? Und Emilia wird wieder angerufen und bekommt noch ein Jobangebot. Wahnsinn. Eins nach dem anderen. Cleo kriegt's nicht hin zu essen. Ach Mann, Cleo, ey. Komm, dann geh noch aufs Töpfchen und dann gehen wir los. Ah, Penny! Wer hat Zeit? Penny! Da ist gar kein Müll. Das finde ich immer so bescheuert. Hätten wir da wirklich Müll liegen gelassen? Okay, aber da ist alles sauber.
Er wieder voll energiegeladen. Yeah, der Tag kann beginnen. So, alle bereit? Er räumt noch brav auf. Er will es weiter zubereiten. Nein, wir reisen jetzt mal los. Alle sind fertig. Die Hunde bleiben zu Hause. Ja, wir müssen halt frühstücken zusammen, weil Emilia arbeiten muss um 14 Uhr. Sonst hätte ich halt gesagt, gehen die abends zusammen essen, aber oder Mittagessen oder so. Aber nein, das geht nicht. Oh, er ist noch auf gespielt markiert. Das muss ich noch ändern. Alle haben sich schick gemacht. Oh, wie süß. Waren wir hier schon mal? Ach ja, wisst ihr, was das für ein Restaurant ist? Oh, wie cool ist das denn? Das ist, oh, hier, glaube ich, saßen Emilia und Sören ganz am Anfang, noch ohne Kinder. Ich meine, das wäre das Restaurant, wo die dann zusammengezogen sind oder so. Also ganz am Anfang. Oh, ist das süß. Mann, da werden Erinnerungen wach. Reue-Mäusezähler. Süß. Reue-Mäusezähler. Der bringt uns jetzt an den Tisch. Och Gott. Cleo wurde zur Tagespflege geschickt. Okay, da geht's ihr gut. Lassen wir Cleo bei der Tagespflege. Die Weißhauptzieher zurechtgemacht. Gehen zusammen essen. Süß. Oh, ich liebe das. Das habe ich schon so lange mal vorgehabt. Oh, wie cool. Da muss ich doch glatt mal wieder ein paar Fotos schießen. Das ist zu süß. Oh, guck mal, wie der. Wer ist er denn? Der Wilhelm? Wie er seine Schwester anguckt. Ach, alle aufgebrezelt, geschminkt. Wahnsinn. Oh, Sören, ich hätte dich mal rasieren können, ne? Oh, je, je. Das habe ich jetzt natürlich nicht getan. Ah, der Blick von Wilhelm ist mega süß. So, was bestellen wir euch denn? Gucken wir mal. Sören wird aber angerufen von Markus. Markus jetzt nicht, danke. Wir bestellen mal für den Tisch. Das könnte teuer werden jetzt. Die Familie Weißhaupt im Restaurant. Ja, eigentlich Frühstück, ne? Aber hier wird es kein Frühstück geben. Es bekommen einfach mal alle ein Mineralwasser. Na doch, Obstsalat gibt es hier als Frühstück. Das hier sieht aus wie Krebs. Lumpia sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ihr bekommt jetzt das und Wurst und Käseplatte, Brotstange, Brötchen. Also das ist schon alles so ein bisschen frühstückmäßig, würde ich sagen. Die anderen bekommen einen Obstsalat. Dann sind wir erstmal versorgt. Oh, wie süß. Er unterhält sich mit seiner Schwester. Dramatische Geschichte, Bewunderung. Die sitzen direkt neben der Toilette, aber ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Und du kannst dich doch mit deiner Mutti unterhalten. Ihr habt auch eine super. Ah, your Sims should be aware of the consequences of using the interaction. Ich habe eine Testversion von diesem Tierheim-Mod drin, deswegen, das wird davon sein. Allerdings habe ich irgendwie noch nicht herausgefunden, wie der funktioniert, sonst hätte ich euch den mal zeigen können. Und der ist halt auch noch nicht, ja, offiziell draußen. Das ist dann nur eine Testversion. Die kann halt noch fehlerhaft sein. Fächer festlegen? Ah. Du magst Kreativität und Künste. Aber bei wem lege ich das jetzt fest? Bei ihr? Naja, lassen wir es einfach. Tja, unterhalte dich doch weiter mit der Emilia oder mit deinem Papa vielleicht? Nach Techtelmechtel fragen. Vielleicht nicht so im Restaurant. Das müsst ihr mal klären, wenn ihr alleine seid. Und Robin? Robin hat auf jeden Fall schon Hunger. Das Essen kann kommen. Geheimnis.
um Tipptipps bitten. Das kann sie mal machen. Sie braucht ja jetzt ganz viel Motorikfähigkeit und so. Da passt es vielleicht, wenn sie ihn dann um Tipptipps bittet. Ja, perfekt. Und da hat sie gleich irgendwas für ihre Pfadfinder-Sache da bekommen. Perfekt. Über Eltern beschweren. Du kannst ihm eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und du kannst auch weitersprechen. Du musst nicht. Ach so, das heißt. Ach, das ist. Ach ja, doch, das habe ich mal bei Daniel gesehen. Und zwar betteln für ein Tier, ne? Das heißt, sie kann jetzt ihre Eltern anbetteln, doch endlich ein Tier zu bekommen. Ach, schade, Emilia muss gleich arbeiten und das Pfadfindertreffen beginnt gleich. Weiß nicht, ob wir da teilnehmen. Aber wann kommt denn auch unser Essen? Ja, also auf jeden Fall kann sie ihre Eltern anbetteln, ein Tier zu bekommen. Das ist auch cool. Mann, unser Essen kommt nicht. Hallo? Hi, April. Hallo? Wo ist eigentlich die Küche? Hier oben? Gibt es hier überhaupt eine Küche? Ja, sonst könnte das Ganze ja nicht funktionieren, ne? Aber ich sehe die Küche nicht. Nicht blöd? Bin ich blind? Cleo Catsby Thompson. Oh je. Oh je. Cleo ist hier gestorben. Ach, hier ist die Küche. Ja, doch. Müsste also alles funktionieren. Aber wenn wir Pech haben, ich lasse die auch zur Arbeit gehen. Also dann, ja, ist das halt leider so. Dann hat sie halt nichts mehr essen können. Dann sind die anderen halt noch hier. Ja, du gehst jetzt zur Arbeit sozusagen. Okay. Sie konnte nichts mehr essen. Aber was ist denn das hier auch für ein Restaurant? Die brauchen hier ewig. Und sie geht jetzt auch zur Arbeit. Okay. Da das erste Pfadfindertreffen ist, möchte ich auch, dass sie da hingeht. Und Emilia wollte ich jetzt auch keinen Urlaubstag geben. Dann ist eben der Papa noch mit den beiden Kindern hier. Oh, Christa, ich muss dir was anziehen. Oh, ich habe noch mal keine Lust, das mitten beim Spiel zu machen. Das mache ich lieber dann mal, bevor ich wirklich anfange zu spielen. Na, geht das jetzt? Ja. Kannst du irgendwie Mixen üben? Meisterköche studieren? Nee, also Mixen direkt kann sie nicht üben. Aber man, mir dauert das hier aber auch zu lange. Irgendwie kommt unser Essen nicht. Haben die überhaupt bestellt? Ach, ich glaube, die Bestellung ging irgendwie gar nicht durch. Guck mal. Dann bestellen wir. Doch. Bestellung ging durch. Tja, irgendwoher kenne ich das ja, dass man Ewigkeiten auf eine Bestellung wartet, ne? Hier ist der Shane. Das war bei dem Steven Sunday nämlich auch so. Der hat gewartet und gewartet. Was ist das denn hier? Ist ja süß. Und es kam nichts. Das ist ja ein niedliches Häuschen. So, okay. Dann würde ich sagen, geht halt hier ein bisschen. Dann gehen wir den Tisch jetzt auf. Also, ich warte hier doch nicht den ganzen Tag und lasse den ganzen Tag für sieben Tisch aufgeben. Auf Wiedersehen. Hat mir jetzt nicht gefallen hier in dem Restaurant. Was sind denn das hier für Mini-Häuser? Was ist das für eins? Auch süß. Könnt ihr eine Gruppe bilden? Ach, die sind schon eine Gruppe. Könnt ihr als Gruppe, auch könnt ihr, es ist ja noch heiß und es ist Sommer, dann werdet ihr jetzt eine Wasserballonschlacht noch zusammen machen. Und ihr beide könnt ja, oh toll, die haben jetzt natürlich total Hunger. Aber die können sich ja an dem Essensstand noch was holen. Guck mal. Stell dir hier mal einfach was zu essen. Ein Hamburger. Und du? Konntest du auch was bestellen? Ein Hotdog. Ja, ist jetzt alles nicht das Gesündeste, aber da das Restaurant irgendwie uns kein Essen geben wollte. Oh, sie ist schon wieder zurück. Robin, dann komm doch noch mal bitte hierher. Dann kannst du dir hier auch Essen bestellen. Ein paar Frieden. Frieden! So, du hast hier alles aufgefüllt.
Ich muss Robin unbedingt mal verspielt werden lassen, damit sie auf so einem Spielturm dann spielen kann. Wie wird sie denn verspielt? Kletter hier einfach mal rum, vielleicht wirst du dann verspielt. Und ja, okay, die essen erstmal. Mein, das ist aber ein schöner Familientag, oder? Finde ich schon. Auch wenn das Essen nicht kam, aber ihr verbringt Zeit miteinander. Das finde ich doch sehr, sehr süß. Syrien, Hände waschen. Hol dir auch mal was. Die anderen essen ja sowieso noch. Notizen machen. Notizen machen? Hä? Bleib bitte hier. Was? Was macht er? Gut, ich lasse ihn mal. Soll er Notizen machen, wenn er darauf Lust hat? Das Romantikfestival. Ich finde ja irgendwie, dass Emilia und Sören da hingehen sollten, weil die sich auf dem Romantikfestival vermählt haben. Du brauchst nicht mit Olga plaudern. Komm her, hier. Du kannst dir mal bitte Essen bestellen. Die brechen ständig hier irgendwelche Aktionen ab. Sims, tut mir das doch nicht an. Wenigstens ist er jetzt schon mal fertig mit Essen und ja, will sich Notizen. Warum? Was für Notizen? Was hast du denn jetzt für einen Bug? So, die beiden sind schon mal fertig. Bist du auch fertig mit Essen? Ja, du willst ja auch Notizen machen. Dann könnt ihr schon mal zusammen eine Wasserballonschlacht machen. Robin isst noch. Die holen wir später dazu. Ja, hier gleich mal von hinten beschossen. Das ist ja nett von euch. Er steht da, will noch seine Wasserballons holen und die ballern gleich von hinten drauf. Dachte schon, sie haut jetzt wieder ab. Wilhelm, du solltest mal dich hinter einem Baum verstecken oder so. Es ist jetzt nicht Sinn der Sache, da vor dem Ding zu stehen. Geil. Besser wäre es ja noch, wenn sie irgendwie Schwimmklamotten an hätten und nicht ihre tollen Ausgehsachen. Aber naja, Robin hat Spaß. Robin, bist du irgendwann mal verspielt? Nee. Ach, aber vielleicht, wenn sie hier mitmacht. Komm, ich möchte, dass du mitmachst. Kannst du dann verspielt werden? Ja, sie kann mitmachen. Cool. Alle Aktionen bringen ihr jetzt irgendwas fürs Pfadfinden? Für ihre Gruppe. Ja, sie ist verspielt. So, dann müssen wir jetzt noch irgendwo hinreisen, wo wir so ein Dingens haben. Oder kann ich hier bauen? Nee, ich kann nur im Restaurant bauen. Nee, das will ich nicht. Ich hätte gerne so ein. Eigentlich dachte ich ja immer, diese Klettergerüste zählen. Aber bei Sandra habe ich gesehen, man braucht echt diesen Spielturm. Dann reisen wir doch nochmal. Na klar, na klar, ist hier ein Gewitter, natürlich. Kannst du trotzdem da schnell drauf spielen? Geht das trotzdem? Ja, dann sollen die anderen nach Hause gehen. Geh nach Hause, geh nach Hause. Ich will nur schnell mit Robin das erreichen und dann kann ja Robin auch nach Hause gehen. Das Verängstigte ist zum Glück hier hinten. Was mache ich hier draußen? Ja, du spielst jetzt noch ganz schnell. Du wirst hoffentlich nicht vom Blitz getroffen. Ja, wir haben es erreicht. Perfekt. Dann kannst du jetzt auch nach Hause gehen. Die Ausgangssperre, die habe ich immer noch nicht weggemacht. Los, geh nach Hause, schnell. Cleo, oh mein Gott, was machst du hier draußen beim Gewitter? Verrücktes Kind, schnell, geh rein. Ugh, keiner hat die Toilette sauber gemacht. Keiner hat daran gedacht, hier mal die Toilette sauber zu machen. So, okay, dann gibt es noch irgendwas, was ich erledigen muss, bevor wir hier Schluss machen? Ich denke nicht. Du kannst was essen. Naja, die versorgen kann ich ja auch alleine. Dann, wo ist er? Kannst du mal hierher kommen, Sören? Ich weiß nicht, wieso du da geblieben bist. Und er hat irgendwas erreicht, oder was? Keine Ahnung. Ich hoffe, dieser Familientag hat euch gefallen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal dann auch wiedersehen. Tschüss. Ach, hi.
Ich wollte die Familie noch versorgen. Hatte ja schon abgeschaltet. Aber der Chief hat Geburtstag, das zeige ich euch jetzt noch. Unser Chief wird jetzt zu einem großen Hund schon. Nochmal drei große Dalmatiner hier. Das reicht dann aber auch, ne? Dann bin ich ja gespannt, wie lange die nächsten Welpen auf sich warten lassen. Ich denke mal, nicht lange, ne? Aber eigentlich wollte ich schon eine kleine Pause mit Welpen machen, weil das immer ganz schön viel ist. Hallo, Chief. Zeig dich. Wow, siehst du cool aus. Siehst du cool aus. Dalmatiner-Party hier. Muss mal ganz kurz das nochmal weiterlaufen lassen, damit wir ihn besser sehen. Yeah, cool. Also einfach mal eine etwas andere Färbung und so. Sehr schön. Das gefällt mir gut und du siehst richtig süß aus. Dalmatiner Gang. Süß seid ihr. Mann, da brauchen wir einen Hundesitter, damit wir hier klarkommen mit so vielen Hunden wieder. Oh, wie süß. Okay, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.